Willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us Remastered. Was habe ich denn hier so Schönes entdeckt? Fuck this! Okay. Kann man das auch lesen? Ja, kann man. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts Wichtiges. Ich denke nicht. Aber wir haben es mal gefunden. Okay. Lasst uns nun Tess folgen. Denn wir sind Robert auf der Spur. Eventuell stoßen wir gleich zu ihm. Look for the light. Ja, werde ich tun. Los geht's. Oh, Bad Boys. Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Miststück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. In Deckung! Bereit? Ja. Ich geb Deckung. Ziel auf sie. Na super. Jetzt haben wir hier Ärger. Aber ehrlich gesagt, ich kann es verstehen, dass sie auf ihn geschossen hat. Ich meine, oh crap. So wie der abgegangen ist. Hat er es halt nun mal nicht anders verdient. Was, der lebt noch? Ich dachte, ich habe ihn am Hals getroffen, aber... Hat er wohl weggesteckt. Das sollte es jetzt aber gewesen sein, oder nicht? What the fuck? Ist das ein Cyborg oder was? Hi, Kumpel. Schön in die Hand geschossen. Gut gemacht, Cowboy. So, das ist meine Muni. Hast du noch was? Wo hat er die ganzen Leute her? Was Robert perfekt beherrscht, sind leere Verpflichtungen. Und das waren schon krasse Boys. Hier geht's nicht durch. Hey, hilf mir hoch. Yo, no okay, problem. Aber trotzdem, wir müssen sparsam mit der Muni umgehen. Gib mir die Hand. Man weiß nie, wenn man sie braucht. Na bitte! Okay. Waren das Ratten? Die essen die bestimmt. Weil ich meine, was soll man sonst essen, ne? Ich habe nämlich vorhin gesehen, in diesem Lager wurde gegrillt. Ich glaube, ein Hase. Hier drüben, Joel. Ich denke, so der Anbau von Gemüse und so, der wird kaum möglich sein. Mehr von Roberts Leuten. Tja, woher weißt du, ich sehe sie. Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind, jetzt wegen Robert. Scheiße, hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Überprüfen wir alles, nicht, dass hier wer rumschleicht. Die geht ja wirklich sehr effektiv zur Sache. Und skrupellos. Aber das müssen wir wohl auch tun. Selbst wenn nicht jeder von Roberts Leuten unbedingt böse ist. Ich meine, die haben auch nur irgendeinen Job angenommen, ja. Den sie halt nun mal gebraucht haben. Aber so ist das halt. Hat der andere noch irgendwas? Nee. Ich bin wenigstens sauberer zu Werke gegangen. Oh shit. Ich habe ihn nur erwürgt. Sie hat ihn gleich erstochen. Und was da ist noch mindestens wollte, eine Person. Ich war in der Jordan Street und dann kamen Soldaten mit ungefähr 5 Zivilisten. Alle gefesselt. Lass mich raten. Fireflies? Ja, sie stellten alle an die Wand und peng, 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 haben alle exekutiert. Ja, so ist es wohl in der ganzen Stadt. Sie nehmen sie in die Mangel. Mein Cousin ist bei denen. Ehrlich? Ja, der Idiot denkt, er kann die Welt retten. Ach, ich hoffe, er lebt. Bullshit. Wenn ich den niederstrecke, bemerkt der andere mich. Wo ist Tess, verdammt?
Es hilft nichts. Los geht's. Komm schon! Oh, sie ist ja doch da. Sehr gut. Und wir haben einen Schlüssel. Ein Lagerhausschlüssel. Schauen wir uns um. Sehr schön. Ja, tun wir das. Gibt's hier irgendwas Nützliches? Ich kann nichts entdecken. Bis auf den Schlüssel halt. Den wir mit Sicherheit brauchen, um weiterzukommen. Hier ist auch überhaupt nichts. Oh, doch. Ein Schokoriegel. Wenn man solche kleinen Heil-Items findet, dann muss man sie auch sofort einsetzen. Also es ist nicht wie ein Medikit, das man dann halt mitnehmen kann. Die isst du dann immer sofort und es ist dann halt für die Sofortheilung gut. Also auch noch irgendein Dosenfutter. Habe ich mir mal eben reingestopft. Wieso nicht? Der Schuss von vorhin hat mich dann doch etwas verletzt. Kam vor allem unerwartet. Oh, Scheiße. Eine Flasche. Gut, wenn wir noch eine Runde und gehen dann. Es ist gleich Sperrstunde. Was ist mit Robert? Bei wem kriegt er heute unter? Er macht sich ins Hemd, wenn er allein hier bleibt. Was weiß ich denn? Wir reden mit anderen, wir finden schon was. Okay. Die sind da zu dritt, Leute. Und die Flasche ist bestimmt alles andere als leise. Verdammt. Was soll ich machen? Ich kann natürlich ein Ableckungsmanöver probieren. Die Flasche einfach irgendwo in eine Ecke schmeißen, aber ich weiß nicht genau, wo ich lang muss. Ich denke mal da rechts hoch, aber ich bin mir eben nicht sicher. Es hilft nichts. Komm, wir erschlagen ihn. Mach mal langsam. Halt's Maul. Oh, läuft. Oh, scheiße. Irgendwie habe ich jetzt aber die Flasche gar nicht eingesetzt gehabt. Keine Ahnung warum. Da ist sie. Schön in die Fresse. Und dann noch ein Headshot. Geil. Also eigentlich wollte ich sie vorhin schon einsetzen, ja. Dem anderen da auf den Kopf knallen. Aber dann ging irgendwie nur noch das Erwürgen. Oh, da ist noch eine. Oder die respawnt. Okay, cool. Na dann. Einen gab's noch, ne? Oder ist der Falk gegen jetzt abgehauen? Zur Hölle, wo ist der? Ist da echt niemand mehr? Ich dachte, das wären drei gewesen. Hm. Oh, ich höre Stimmen. Hier ist auf jeden Fall noch irgendwas. Ja, da hinten. Der ist tatsächlich abgehauen. Er sucht mich irgendwo da hinten, aber da ist er völlig falsch. Ich schaue mich hier noch kurz um, ob da nicht irgendwo was liegt. Ja, das ist noch eine Flasche. Man kann aber nur eine tragen. Da hinten im Klo vielleicht irgendwelche Drogen. Nicht Spaß. Das ist das Letzte, was wir brauchen. Ich habe die Flasche ja dabei, ne? Ah, ist doch mehr als einer. Scheiße, da kommt gleich einer um die Ecke. Okay, ist wieder weg. Ah, oh, drei. Bullshit. Es hilft nichts. Ich musste da sowieso jetzt so eingreifen. Aber ich flüchte mal hier nach oben. Vielleicht rechnen die nicht damit. Ich gehe mal davon aus, dass hier alles sauber ist. Kurz abchecken. Ja, passt. Sondern jetzt können wir von hier oben ballern. Da kommt einer. Ich sehe. Was? Shit. Hab ich tatsächlich gesehen. Das habe ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Oh, der kommt hoch. Ah, warte. Oh, die Drecksau. Ich dachte, er kommt hierher. Na, komm schon, Kumpel. Ich warte. Na, wo bleibst du denn? Komm her. Diese feige Sau. Ach so! Ich scheiße, ich dachte, sie meint ihn. Verdammter Mist! Dreckschwein! Also, sie hatten einen Plan. Hey, Frauen schlägt man nicht, Drecksau, okay?
Die hatten einen guten Plan, ja? Er war quasi das Ablenkungsmanöver und links stand noch einer. Ich selbst war gesagt, hey, pass auf. Wir bräuchten hier mehr Leute. Aber ich dachte halt, sie meint den rechten. Weg. Ja, das stimmt. Ich dachte schon, die sind doof. Zu den Docks geht's hier lang. Packen wir. Wo lang? Da runter? Echt? Hier ist nichts? Das kann ich irgendwie nicht glauben. Siehst du, da ist schon mal ein Medikit, das ist ganz wichtig. Ich laufe hier noch schnell rum. Besichtigungstour. Das war jetzt von der KI eigentlich relativ klug. Habe ich so gar nicht erwartet. Oh, ein Messer. Sehr schön. Das ist auch sehr wichtig. Damit kann man halt leise die Gegner effektiv töten. Und man kann auch so versperrte Türen damit aufbrechen. Allerdings gehen die Messerklingen halt nach einer Zeit auch kaputt. Also man kann die leider nicht unendlich oft einsetzen. Und warum habe ich eigentlich die ganze Zeit schon meine Taschenlampe an? Hätte ich schon längst ausmachen sollen. Naja, sei es drum. Da waren wir schon. Da unten aber noch nicht. Da waren die ganzen Streuner. Achso, da geht's auch weiter. Alles klar. Ja, macht Sinn. Deswegen waren die Gegner hier. Okay. Halt. Och nö. Da ist er. Dieser eingebildete Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Shit, wie sollen wir hier vorgehen? Hä, wieso ist er jetzt rübergesprungen? Achso. Wie sollen wir hier vorgehen? Ja, tja. Keine Kontakte mehr im Norden. Keine Kontakte im Süden. Scheiße, ich weiß nicht, wer uns noch was verkaufen soll. Deshalb machen wir wohl diese scheiß Bewacherjobs. Wir müssen klug vorgehen. Es sind sehr viele. Ja. Es darf auf keinen Fall Chaos aufbrechen. Wir müssen einen nach den anderen lautlos messern. Und du bist der Erste. Ey, du solltest ihn greifen! Scheißdreck! Okay, ich glaube, die haben es trotzdem nicht bemerkt. Lol. Die Flachzangen. Eigentlich wollte ich ihn messern. Oh, seht mal, da, der hat einen Baseballschläger. Der ist auch nicht schlecht. Hier liegt noch ein Ziegelstein rum, kann man auch benutzen. Aber wenn ich den damit treffen würde, würde er, ja, nicht sicher umkippen. Wir müssen das ja wirklich alles sicher angehen. So, Kumpel, du bist gemessert. Dann nehme ich das Brett an mich. Das hat da unten jetzt auch so eine Haltbarkeitsart. Scheiße! So eine Haltbarkeitsanzeige oder sowas in der Art. Jetzt wurden wir auf jeden Fall gesehen. Frage ist nur, hat mich einer gesehen oder mehr? Oh, verdammt! Halt die Fresse, Bastard. Hier liegt noch was rum. Tess, ich brauch Deckung! Ja! Okay, keine Zeit zu lesen. Ich sehe schon, da kommt der Nächste. Ich würde mir jetzt gerne das Brett... Ach, ich hab's ja noch. Moment, wie kann ich jetzt darauf zugreifen? Das weiß ich gerade gar nicht. Oder setzt er das automatisch im Nahkampf ein? Ja, macht er. Okay. Das ist nämlich sehr effektiv, aber es hat eben auch eine Haltbarkeitsanzeige da unten rechts. Och, ihr scheiß Drecksäcke. Schnell mach ihn kalt und dann hau ab. Schüsse von überall. Von überall. Ich hatte gehofft, wir werden erst später entdeckt, aber... nicht so ganz funktioniert. Das dachte ich. Okay. Ich glaube, das waren immer noch nicht alle. Aber die meisten sollten down sein. Wir können ja mal lauschen. Das Lausch-Feature ist immer sehr nützlich. Hier liegt auf jeden Fall Muni rum, sehr geil. Wir hatten nicht mehr viel. Hier kann theoretisch überall was sein, ja, aber ich möchte jetzt auch nicht so viel Zeit verschwenden.
Indem ich einfach jeden Zentimeter abgrase. So wichtig ist es ja auch nicht. Gehen wir einfach weiter. Aber vorsichtig. Ist das noch Munition? Yes. Okay, jetzt haben wir wieder richtig viel. Vorhin sah es nicht so gut aus. Das Brett ist, glaube ich, schon kaputt gegangen. Ja, so ist es. Robert ist bestimmt da drin. Gehen wir. Oh, Midi. Ja, übrigens, ich könnte eins gebrauchen. Okay. Kurz verarztet. Und rein da. Robert? Bist du da? Zurück, ja. Wir wollen nur reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden. Nimm die Knarre runter. Haut endlich ab. Er haut ab. Robert. Stehen bleiben. Joel, hier lang. Komm, er ist da rein. Dann mach die Tür auf. Lass sie mich die Drecksarbeit erledigen. Hey, stehen bleiben, Kumpel. So läuft das hier nicht. Wir haben ihn gleich. Wo ist er hin? Da lang. Pech gehabt. Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu. Was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar. Aber es ist kompliziert. Okay. Hm. Hör zu. Lasst mich einfach ausreden, okay? Fuck! Stopp! 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 Hör auf zu jammern. Was wolltest du sagen? Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl. Ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so wer hat gar die nicht. Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Ah! Ah, verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hä? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon. Scheiß auf die Fireflies. Schnappen wir sie uns. Das ist eine Scheißidee. Joa. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das. Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Hinter der Tür!
Wir müssen hier weg. Shit. Sofort. Aber das nehme ich noch mit. Ich weiß nicht, ob hier vielleicht nicht noch irgendwo was ist. Etwas Schönes für mich, aber... Nope. Okay, dann... Was stehst du im Weg rum? Tess, Mann! Mach schon. Bevor wir entdeckt werden. Hier durch. Fuck. Ich weiß einen Ausweg. Kommt. Tja, die Sache mit Robert wäre dann ja wohl geklärt. Anscheinend war er ein früherer Verbündeter, so wie, Tess. Aber dann... Tja, der typische Judas. Ein Verräter. Mann, ist Tess langsam. Die ist ein bisschen zu gechillt, habe ich den Eindruck. Wow. Wow. Was zum... Was ist denn los hier? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. Den Fireflies scheint es wirklich nicht gut zu gehen. Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Ah, hier finden wir das erste Mal diese Items. Joel, hilf mir doch mal. Das waren Crafting-Items. Vor allem die Zahnräder sind halt wichtig wegen den Waffen, um sie zu verbessern. Und was sich hinter dieser Tür befindet, wie es weitergeht mit The Last of Us Remastered, könnt ihr erfahren, wenn ihr den nächsten Part wieder einschaltet. Bis dann und tschüss.